Energielosigkeit und Erschöpfung können dann auftreten, wenn du sehr viel Energie hast, nicht sehr wenig. Wenn du sehr viel Energie hast und diese unterdrückst, führt das zur Erschöpfung. Das heißt, du kämpfst gegen deine eigene Kraft. In dem Moment, wo du mit dem Kämpfen aufhörst, kann deine Kraft frei fließen. Es ist wieder Flow-Zustand und Probleme lösen sich wie von alleine, weil nur das Blockieren das Problem war.